Hallo, hier ist Marita und ich möchte heute einen zweiten Teil über die Islandstudie Sola und ihr untypisches Sommerekzem aufnehmen. Also hier ist ein wunderschöner Nebelmorgen und man sieht Sola mit ihrer etwas ramponierten Ekzemadecke. Ja, Sola hat ein untypisches Sommerekzem mit mehreren Allergien, das ich mit Cetirizin, mit täglichen Einreibungen und dieser kompletten Ekzemadecke behandle. Wenn man die Decke runtertut, hat sie immer noch Juckreiz, wie man hier sieht, aber es ist wesentlich besser, als es war. Und die Haut ist fast geschlossen. Wir hatten allerdings im Ende des Sommers, da hatte sie eine ganz schwere Kolik und da hatten wir ein paar Tage die Ekzemadecke weggelassen. Und da hat sich die Haut deutlich verschlechtert, weil sie eben zum Beispiel mit diesen Pilzsporen aus dem Boden in Berührung gekommen ist, gegen die sie allergisch ist. Hier auf dem Foto, da sieht man schon, ist das schon wieder am Abheilen. Also es kommen zwar kahl und es kommen schon wieder neue Haare. Und hier sieht man das nochmal, auch mit dem ganzen Fell, da sieht man, dass die Haut immer so ein bisschen schuppt. Und hier hinten sind diese weißen Haare, da hatte sie ganz schwere Stellen vor einem Jahr. Hier unten hatte sie auch schwere Stellen, die sind aber komplett weg. Und hier sieht man auch noch so ein bisschen weiße Haare. Nur noch mal zum Vergleich, so hat es zu einer Zeit im, glaube ich, Februar ungefähr 2022 ausgesehen mit großen kahlen Stellen und eitrigen Belegen. Hier ist es dann nochmal kurzfristig zu einer Verschlechterung gekommen, wo ich eigentlich keinen Grund gesehen habe. Also da sieht man so neue Stellen und da hat sie sich jetzt wieder aufgeschuppert. Man muss wirklich bei ihr aufpassen, dass sie keinen Zugang zu Ästen hat, unter die sie sich stellen kann und reiben kann, weil dann reibt sie das auch durch die Decke gnadenlos auf. Aber wenn sie den Zugang nicht hat, juckt sie eigentlich auch mit der Decke auf der Koppel ganz, ganz wenig. Ja, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen hast, kannst du die in die Kommentare schreiben. Ich verlinke auch wieder diese Therapie, die ich mit ihr mache. Ich würde mich über ein Abonnement freuen und bis zum nächsten Mal.